Herzlich willkommen zur 1, 2, 3, 4, 5. Folge zu meiner Teichbau-Doku. Und heute geht es um den Saisonstart und wie man seinen Teich reinigen kann. Und zwar habe ich hier den Pondovac Nummer 5 von Oase. Ein Schlammsauger, ein ganz besonderer Schlammsauger, den ich im Extremtest dir heute mal zeigen möchte. Mein Teich ist zwar noch nicht so alt, dass er so viel Schlamm angesetzt hat. Und wenn, habe ich jetzt kein Problem mehr, aber ich habe was ganz Spezielles vorbereitet. Wenn du wissen möchtest, wie man den zusammenbaut, ich habe ihn übrigens ohne Bedienungsanleitung zusammengebaut, weil es wirklich sehr, sehr einfach ist. Dann kannst du bei Lars von Oase auf dem Kanal gucken, der zeigt dir das im Detail. Also, jetzt geht's los. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Ich habe zwar noch keine Pflanzen und Fische in meinem Teich, aber trotzdem schalte ich den Bachlauf im Winter aus, denn im Winter ist ja der wärmste Punkt immer die tiefste Stelle im Teich, wo die Fische sich dann drin verstecken, und würden jetzt die Umgebungstemperatur unter 4 Grad kommen, wäre das gefährlich, wenn man eine Bachlaufpumpe betreiben würde, denn die vermischt natürlich dann das Wasser, und auch im tiefsten unteren Punkt, wo es so schön warm ist dann für die Fische in Anführungszeichen, würde das Wasser gefährlich abkühlen und diese dann auch gefährden. Deswegen, wenn du dann Fische drin hast, empfehle ich dir auf jeden Fall, die Bachlaufpumpe auszuschalten und dann zum Beispiel mit einer Belüftung des Teiches dafür sorgen, dass du einen schönen Gasaustausch hast und dann noch eine Stelle eisfrei halten, und dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Vorher natürlich die alten Pflanzenreste rausholen, denn diese Gammelgase, die da entstehen, die sind natürlich auch nicht so optimal für die Tiere, und deswegen solltest du auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Teich dann eisfrei ist, damit den Tieren nichts passiert. So, jetzt geht es mit dem Absaugen an. Was ist bei mir passiert jetzt zum Saisonstart? Die Sonne kommt raus, heute nicht, leider, leider. Und führt dazu, dass man gerne mal diese grünen Fadenalgen hat. Die werde ich jetzt erstmal absaugen, denn gerade weil ich noch keine Pflanzen drin habe, also keine Nährstoffkonkurrenten für die Algen, da können die natürlich schön wachsen, und das möchte ich nicht. Deswegen sauge ich das jetzt alles schön ab. Die einzige Pflanze, die ich drin habe, ist im Bachlauf. Dort habe ich letztes Jahr im Oktober war es, habe ich Moos reingelegt, und das ist auch im Winter ein bisschen gewachsen. Das sieht schön aus. Ist natürlich Geschmackssache, wenn man Moos im Bachlauf haben will. Aber ich möchte das Ganze ja natürlich gestalten. Leider habe ich noch keine Pflanzen drin. Ich hoffe, dass das Wetter jetzt mal so langsam wird, dass ich Pflanzen einsetzen kann und dass natürlich auch die Pflanzen im Gartencenter ankommen, damit ich sie endlich mir besorgen kann. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr aufgeregt, denn noch sieht es ja alles ein bisschen steril aus. Es sind ja nur noch Steine drin und ein paar Algen, die ich jetzt absaugen werde. Ich habe ja noch etwas ganz Spezielles für den Pondovac 5 vorbereitet. Und zwar möchte ich ja dir den Extremtest zeigen, weil mein Teich ja noch nicht voll mit Schlamm ist. Habe ich ein schönes Speisfass vorbereitet mit richtig, richtig Schlamm drin. Und jetzt reden wir mal kurz über den Pondovac 5, was der alles kann und wie der funktioniert. Was mir jetzt als erstes schon mal aufgefallen ist, dass er schöne lange Schläuche hat. Und ich werde, denke ich mal, ohne den Pondovac zu bewegen, mit den Zubehör, der dabei ist, den ganzen Teich von hier aus bearbeiten können. Ich habe da noch ein Teleskopstänkchen, um das nochmal zu verlängern. Die verschiedenen Aufsätze werde ich dir gleich nochmal zeigen, wie man die benutzen kann. Da ist ja auch eine Menge bei, und ich glaube, das reicht total aus und kann jeden Punkt hier von dieser Stelle aus bearbeiten. Was ich dir auf jeden Fall nicht empfehle, ist, ein WPC in Schwarz zu kaufen. Da sieht man jeden Dreck drauf. Also da muss ich auch mit dem Hochdruckreiniger nochmal rübergehen. Und auch im Sommer muss ich das immer mit einer Bürste frei halten, denn da siehst du jeden Klecks drauf, jeden Fußabdruck, total schrecklich. Also entweder was Beiges oder was Graues oder sowas, wenn du irgendwas aus WPC machen möchtest, auf keinen Fall in Schwarz. Der Pondovac 5 ist ja nicht ein Staubsauger für den Teich, sondern ein Schlammsauger, der gleichzeitig absaugt und dir das Wasser wegbefördert. Und das ist der ganz große Unterschied zu den anderen Produkten, die es noch so auf dem Markt gibt. Er hat hier den super langen C-Schlauch, ne? Kann man auch super einfach mit der Arretierung, wie halt ein C-Schlauch funktioniert, befestigen. Und wenn ich jetzt hier das Wasser absauge und kann mir das ja natürlich hier über den transparenten Teil angucken, wie was hier für eine Brühe durchgeht, saugt er das erstmal hier mit diesem Motor hier oben in das Gehäuse an, und durch das Netz, was man hier oben reinmacht, in dem Ansaugbereich, kann ich dann schon mal die ganzen Stöcke und Blätter, also die groben Partikelchen, mir hier in diesem Netz vorfangen und kann das dann auch nachher schön auf den Komposter schmeißen und dort noch verwenden. Alles andere wird durch die Pumpe, die im unteren Bereich drin sitzt, also die eigentliche
ja, Schlammpumpe, diese Schmutzwasserpumpe, die da drin sitzt, die befördert mir immer gleichzeitig das Wasser zu einem Punkt, der irgendwo weit, weit weg ist. Und dieser C-Schlauch ist ja wirklich extrem lang. Und den kann ich mir dann schön ins Blumenbeet legen und dort hinten dann das Wasser hinpumpen. Und jetzt der große Vorteil ist, ich kann auch einen großen Höhenunterschied entstehen lassen. Wenn ich mal über irgendeine Mauer oder sowas was pumpen muss oder ich möchte hier hinten in das Beet rein das Wasser pumpen, dann geht es hier bei mir bergauf und der Schlauch ist immer noch lang genug und ich komme wirklich weit, weit weg von meinem Teich. Das finde ich ist ein ganz großer Pluspunkt, denn ich bin mobil, aber ich brauche ihn gar nicht bewegen, weil alles extrem lang ist. Ne? Und meine Fläche, die ist hier ungefähr, was habe ich für eine Teichfläche? 20, 30 Quadratmeter, 40 Quadratmeter ungefähr. Und ich kann überall einfach rumlaufen und absaugen und muss den nicht einmal bewegen. Wenn ich ihn dann bewegen möchte, geht es ultra leicht. Ich kann hier an dem Griff, wenn natürlich der Deckel befestigt ist, den Filter ganz einfach bewegen. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, denn wenn du einen Hochdruckreiniger hast und möchtest den bewegen, dann wackelt er hin und her und du ziehst den eigentlich nur über das Gehäuse, über den Weg. Also bei meinen ist das so. Und bei dem hier, der hat super leichte Rollen, den kann man extrem leicht bewegen. Und wenn er denn dann steht, steht er auch stabil und er bewegt sich nicht. Ist ja auch wichtig, wenn ich hier am Schlauch ziehe, dann soll der ja nicht mitwandern. Er soll stabil stehen und wenn natürlich auch Wasser drin ist, wird er schwerer und das Ganze bewegt sich dann überhaupt gar nicht mehr. Im Zubehör findest du ja diese Filtersäckchen mit diesem kleinen Gummizug hier drinne. Der eine ist ja quasi für den Ansaugbereich, um die groben Partikelchen aufzufangen. Dann hast du hier noch einen zweiten und auch sogar noch einen kleinen Feinfilter. Wenn du das möchtest, kannst du natürlich auch am Ende des Abwasserschlauches die Partikel auffangen, also die groben. Fein, ganz fein wird das natürlich nicht passieren, das herauszufiltern, sodass hinten wieder glasklares Wasser rauskommt. Das funktioniert nicht. Also so ein Filter, der bräuchte eine viel größere Oberfläche, damit das Ganze funktioniert. Also wenn du dann gleichzeitig das Wasser in deinem Teich beim Absaugen wieder zuführen möchtest, dann kann es natürlich passieren, dass die Trübstoffe da drin den Teich ja undurchsichtig machen, trüb machen, so dass du dann nicht mehr weiterarbeiten kannst. Das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Also wenn du etwas absaugst, dann sollte das Wasser irgendwo in deinem Garten landen. Das macht natürlich viel, viel mehr Sinn. Jetzt gucken wir uns mal an, was haben wir denn noch hier für ein Zubehör bei? Und das sehe ich auch für mich persönlich als ganz großen Vorteil, den Pondovac 5 zu benutzen, denn ich habe im Sommer natürlich für mich und meine Kinder und meine Frau einen Pool aufgebaut und der hat so 16.000 Liter ungefähr und wenn ich dann im Herbst den Pool sauber mache mit dem Hochdruckreiniger, weil in der Endphase durch die Neutralisation dann der Chlorgehalt natürlich nicht mehr so hoch ist und sinkt, dann kommen die Algen wieder hinzu und wenn ich den dann mit dem Hochdruckreiniger sauber mache, dann habe ich diese Brühe unten immer drinne und hiermit kannst du dann schön die Brühe auch absaugen. Das heißt, du kannst dann auch natürlich den Pondovac 5 für ganz andere Sachen benutzen. Natürlich klar, nicht nur für den Teich, sondern du hast hier auch die, würde ich sagen, diese Bodenabsaugadapter, wo du dann zum Beispiel auch deinen Pool mit reinigen kannst. Und jetzt kommt für mich noch ein ganz wichtiger dritter Teil hinzu und zwar bin ich in einem Gebiet, wo ich Grundwasser habe in meinem Haus. Ich habe ein sehr altes Haus, ich glaube es sind fast 250 Jahre, habe unten ein Mauerwerk, wo bei Starkregen sich das Wasser durchdrückt und dort habe ich immer das Problem, dass wenn das Wasser nicht schnell genug abfließt, dass ich das absaugen muss und mit dem Pondovac 5 und das ist wirklich super, ich bin richtig glücklich, dass ich den jetzt habe, kann ich gleichzeitig natürlich das Wasser absaugen und nach draußen befördern, also raus aus meinem Haus, ohne dass mein ganzer Keller überflutet wird. Und das ist zwar nur ein und maximal zweimal im Jahr im Moment, weil das verändert sich ja momentan alles irgendwie gefühlt. Trotz alledem habe ich die Sicherheit und lasse den dann im Keller stehen, dass ich dann in so einer Situation das Wasser absaugen kann. Also wenn du auch im Hochwassergebiet wohnst, dann fühlst du wahrscheinlich gerade mit mir, wenn du im 7. Stock oder irgendwo wohnst, dann wahrscheinlich nicht, auch egal. Aber dann hast du wahrscheinlich auch keinen Teich, vielleicht, ich weiß es nicht. So, genug der Worte. Jetzt wollen wir mal testen,
was der Schlammsauger so kann. Ich benutze jetzt den Aufsatz mit der Bürste, damit ich die Algen auch so ein kleines bisschen abbürsten kann. Was auch ganz nützlich ist, wenn du zum Beispiel Kies oder Schotter oder sowas in deinem Teich hast, dann gibt es ja auch hier diesen Adapter, mit dem du dann ja auf deine Steingröße quasi den Schlitz einstellen kannst. Also wenn du sehr feinen Kies hast, dann kannst du hier auf 3 mm stellen und kannst das schön absaugen, ohne dass du dir den Kies mit absaugst. Wenn das natürlich gröber wird, bei mir sind gar keine kleinen Steine drin, da könnte ich dann Flächen zum Beispiel auch mit dem großen Schlitz bis 12 mm absaugen. Aber ich denke, ich werde hier hauptsächlich mit dieser Bürste arbeiten und mir das mal angucken, wie das Ganze funktioniert. Also jetzt geht's los. Ich bin sehr gespannt. Adapter weg und jetzt wird gesaugt. Oh, der zieht. Und? Ja. Es funktioniert. Tadellos. Zack, weg mit euch, weg mit euch. Okay, ich merke jetzt sofort, wenn natürlich Stöckchen im Teich sind, dann musst du einen größeren Aufsatz benutzen. Da bin ich wahrscheinlich dann mit diesem kleinen Besenaufsatz nicht so gut unterwegs, aber hier geht einiges durch, hier geht einiges durch. Einmal kurz getestet, jetzt bin ich mal gespannt, wie sieht das denn innen drinne aus? Leer. Sofort leer. Also die Pumpe, die unten drin sitzt, die hat wahrscheinlich auch eine höhere Leistung. Also die saugt es komplett raus, bis auf einen kleinen Wasserstand, der ganz unten drin sitzt. Der muss auch drin bleiben, denn dadurch läuft die Pumpe nicht trocken. Also sie, ja, ich will nicht sagen, sie schmiert sich durch das Wasser, was unten drin ist. Aber doch, ne? Also so eine Pumpe darf natürlich lange nicht im trockenen Zustand laufen. Das wäre doof, weil dann entsteht Wärme, Reibung, sie geht natürlich kaputt. Aber so, dadurch, dass hier so ein kleiner Sumpf da drinnen bleibt, schmiert die sich und dann passiert ihr auch nichts. Also sie hat gleichzeitig alles nach draußen befördert, was ich hier abgesaugt habe. Ich habe jetzt gemerkt, der kleine Bürstenaufsatz ist jetzt hier verkehrt. Da muss ich einen größeren nehmen. Und zwar war da noch dieser andere mit der größeren Öffnung ohne Bürste. Ich brauche es auch gar nicht bürsten. Die Saugleistung ist so stark, dass die Algen sofort mit eingesaugt werden. Und da die Partikelchen ein kleines bisschen größer sind, nehme ich jetzt mal diesen Aufsatz hier und gucke mir an, wie das funktioniert. Ja, da geht es schon viel, viel besser, viel, viel schneller. Wird das Ganze abgesaugt. Sehr komfortabel. Ich werde jetzt auf jeden Fall schon mal direkt die Erweiterung dran machen, damit ich auch wirklich hinten in die Ecken rein kann. Das geht natürlich super schnell, es wird einfach nur zusammengesteckt und schon bin ich wieder einsatzfähig. Ja, also es funktioniert richtig gut. Ich glaube, meine Lieblingsadapter sind diese beiden hier. Einmal die mit der Bürste, um die Algen auch ein bisschen abzuschrubben, wenn sie hartnäckig sind. Und wenn ich dann irgendwie Mulm oder Blätter oder sowas aufsaugen möchte, dann nehme ich diesen Adapter hier. Und ja, es funktioniert wunderbar. Mit den vier Stangen, mit diesen vier Adaptern kommt man ziemlich weit. Trotz alledem musste ich auch mal in den Teich reinsteigen, weil dann, um in die Ecken richtig reinzukommen, musste ich dann doch näher rangehen. Aber die Reichweite ist auf jeden Fall super gut. Ich kann dir das ja nochmal zeigen. Also ich habe mich, wenn dann nur an den Rand gestellt und wirklich zur anderen Seite zu kommen, damit ich einfach nicht rumlaufen muss. Das hat geklappt. Das sind ungefähr 3,50 Meter maximal, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie lang dein Arm ist. Aber ja, ich würde sagen, das funktioniert echt richtig gut.
Jetzt möchte ich dir noch mal zeigen, wie das Ganze von innen nun aussieht. Also wir haben hier einmal den Vorfilter. Da fängt sich natürlich die kleinen Partikelchen, ne, die nicht dann ins Getriebe rein sollen hier oder in die Ansaugung. Und so sieht das jetzt in meinem Filter aus. Hier ist der Sack mit den groben Partikelchen, da sind die ganzen Algen drin. Also wundere dich nicht, wenn aus dem Abwasserschlauch nicht ganz so viel rauskommt an Rotz, sage ich jetzt mal. Das fängt sich nämlich hauptsächlich alles hier in diesen Beutel. Und da siehst du, da ist dann auch noch ein bisschen Restwasser drin, der dann die Pumpe schützt. Und wenn du fertig bist, einfach mit Klarwasser spülen und schon ist es fürs nächste Mal einsatzbereit. Und dann natürlich das Wasser rauslassen. Also ich bin begeistert. Es funktioniert richtig gut. Der ganze Rotz hier an Algen, den ich jetzt abgesaugt habe, bei mir waren es ja hauptsächlich Algen, der ist hier in dem Sack drin. Und raus damit aus dem Teich, kann ich nicht gebrauchen. So, jetzt möchte ich doch mal den Extremtest machen. Und zwar nehme ich jetzt einfach das ganze Zeug, was ich aus dem Teich abgesaugt habe, und schütte das hier nochmal in das Speisfass. Boah. So, das geht super gut. Reißverschluss wieder zu und man könnte weitermachen. Also wenn du einen größeren Teich hast, dann hast du ja zwei Säcke dafür, musst es nicht zwischendurch sauber machen, sondern tausch vielleicht einfach nur den Sack aus, wenn du möchtest. Und jetzt habe ich hier so eine richtig schöne Matschbrühe vorbereitet, hier auch mit Schlamm, was ich so halt simulieren möchte, was im Teich halt anfällt. Ne? Dann rühren wir das mal schön um und dann gucken wir uns mal an, ob der das alles hier bewältigt, was hier drin ist. Das ist schon richtig Schlamm, würde ich sagen. Ne? Also das ist schon so richtig, ich habe mal 10 Jahre meinen Teich nicht sauber gemacht, würde ich sagen. Ne? Alles drin, was im Teich anfällt. Jawohl. Guck dir das an. Alles nimmt er mit, alles. Er hat tadellos alles rausgesaugt. Jetzt ist natürlich hier noch ein kleiner Rest drin geblieben, weil einfach kein Wasser mehr im Behälter war. Deswegen konnte er das da nicht aufnehmen, das ist klar. Aber er hat den Schlamm ohne zu mucken rausgesaugt. Und das nenne ich ein Schlammsauger. Also dieser Praxistest, den hätte ich echt, ich habe immer noch das Grinsen im Gesicht, den konnte ich ja bei meinem Teich überhaupt gar nicht durchführen. Aber du hast gesehen, im Speisfass, der hat alles weggelutscht. Also das ist für mich wirklich ein super Schlammsauger. Und ich freue mich schon, wenn mein Teich mal richtig dreckig ist, dass ich den auch damit sauber machen kann. Ich bin begeistert. Also die Saugleistung ist wirklich richtig, richtig gut. Kann ich echt empfehlen und macht richtig Spaß. Also du hast gesehen, das war eine richtige Brühe. Und wenn dein Teich so aussieht, dann bist du mit dem Pondovac auf jeden Fall gut bedient mit der Nummer 5. Jetzt geht's weiter. Mein Teich ist, ich würde sagen, der ist jetzt sauber, er ist fertig. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt wollen wir die Bakterien mal wieder so ein bisschen in Schwung bringen. Die sind ja über den Winter ein bisschen eingeschlafen. Ne? Das machen die Bakterien ja gerne mal. Und damit die jetzt so einen richtigen Kick und aus ihrem Winterschlaf erweckt werden, zeige ich dir, welche Produkte du einsetzen kannst, um deinen Teich im Frühjahr richtig zu starten. Wenn ich meine Eco Premium unten im Teich einschalte und meinen Bachlauf starte, pumpe ich das Wasser hier durch den Filterclear. Da habe ich die mechanische Filtrierung durch die Schwämme und natürlich auch die biologische durch die Bakterien, die sich in dem Filterschwamm bilden, die jetzt natürlich in dem Winter etwas eingeschlafen sind, teilweise wahrscheinlich auch gestorben. Und die müssen wir wieder aktivieren. Aber bevor ich das mache, möchte ich das Ganze natürlich erstmal reinigen, denn ich habe es jetzt seit einem Jahr auch nicht mehr sauber gemacht. Also seit der Inbetriebnahme des Filterclears habe ich ihn nicht gespült. Das wollen wir gleich machen. Was ich jetzt auch gerade im Moment habe, gerade zum Saisonstart, was sehr, sehr wichtig ist, dass die UVC-Lampe mitläuft, denn alles, was im Wasser schwebt und zu lästigen Fadenalgen werden kann oder irgendwelche ungewünschten Bakterien, wird natürlich dadurch, dass es hier durchgepumpt wird und an der UVC-Lampe vorbeigleitet, wird es zerstört und wir haben sauberes Wasser. Zum einen Teil. Die andere ist natürlich dann die Filtrierung. Also ich möchte den jetzt reinigen und gleich einen kleinen Popo-Kick mit Bio-Kick geben und jetzt möchte ich ihn erstmal rückspülen, beziehungsweise den Filter reinigen, in den ich hier gleich dran ziehe. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt als erstes mal an, wie sieht der Filter nach einem Jahr aus. Ich habe ihn noch nicht geöffnet und gucken uns das mal an, wie es vor und nach dem Spülen aussieht. So, die Bachlaufpumpe ist aus, die UVC, ey du kleine Spinne, die UVC ist auch aus. Und jetzt wollen wir mal gucken,
wie der Filter von innen aussieht. Ach, es geht eigentlich. Es sieht gar nicht mal so schlimm aus, wie erwartet. Ich hätte echt gedacht, dass es sehr voll Schwebeteilchen ist und Matsch. Gerade durch die Reinigung mit dem Schlammsauger habe ich ja sehr viel aufgewirbelt. Das ist die Dichtung. Den O-Ring, den brauchen wir gleich wieder. Aber es geht. Es ist in Ordnung. Das nach einem Jahr. Gar nicht mal so schlimm. Und hier drin sitzt die UVC. Die sehen wir jetzt nicht. Dafür müsste ich den zerlegen. Den reinige ich jetzt aber nicht. Jetzt wollen wir erstmal den Filter einmal durchspülen. Da wird jetzt nicht viel rauskommen. Man sieht es ja auch schon. Ne? Hier ist so gut wie fast gar nichts drin. Also perfekt. Um den Filterclair wieder richtig zusammenzudrücken, mache ich das immer so, dass ich mich vorsichtig hier auf das Gehäuse lehne, damit mein Gewicht das Oberteil auf das Unterteil drückt. Und dann drücke ich an einer Seite schon mal den Ring zusammen, damit er in diese Nut reinrutscht. Und dann kann man den auch hinten wieder zusammenschieben. So, Arretierung rein und schon ist er wieder fest. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen schmutzig, aber egal. Ich mache schon mal die Kappe ab. Wie gesagt, ich habe den noch nicht gespült. Dann gucken wir uns mal an, war hier ein O-Ring drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, jetzt habe ich keinen O-Ring drauf gemacht. Doch, er hängt hier drin in der Kappe. So, und dann wollen wir mal schauen, wie das aussieht, wenn ich das Ganze einschalte. Trotzdem, dass der jetzt ein bisschen verschmutzt ist, kann man die Zeichen gut noch erkennen. Also hier ist einmal das fürs Blumenbeet. Hier würde ich normalerweise das Wasser jetzt, was ich nicht mehr im Teich haben möchte, wenn ich hier dran ziehe und der ganze Dreck aufgewühlt wird, dann möchte ich das natürlich aus dem Teich raus haben, nicht wieder reinbringen, weil das wäre schwachsinnig. Und muss jetzt hier das Ventil gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das ist aber auch hier nochmal wirklich als Zeichen drauf. Falls man das vergessen hat, muss man sich das nicht merken, auch nicht in der Bedienungsanleitung gucken, sondern ich drehe den jetzt einfach während des Betriebes und dann gucken wir uns mal an, was da rauskommt. So, jetzt kommt normales, klares Wasser unten vom Teich. Und jetzt ziehe ich mal hier die Filter zusammen. Spüle die einmal durch. Ja, es wird ein bisschen dunkler. Ja. Ja, jetzt sieht man es deutlich. So, das soll reichen. Einmal wieder klar spülen, die ganzen Schwebeteilchen aus dem Behälter rausholen lassen. Und dann gehen wir wieder auf die Filterierungsfunktion. So, das ist fertig. Jetzt habe ich zwar alles geflutet hier, aber das ist mal egal. So, Kappe wieder drauf mit der Dichtung. So, und jetzt kommt eigentlich der wichtige Teil. Ich benutze BioKick. Das ist ein Pulver. Es reicht für 10.000 Liter. Hiervon nehme ich jetzt die Hälfte. Ich habe ungefähr 8.000 Liter. Ich nehme erstmal die Hälfte. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist, ich schalte die Pumpe wieder aus, denn ich kann dieses Pulver direkt in den Filter reingeben und dann muss ich mindestens 3 Tage lang die UVC-Lampe aushaben, denn alle Bakterien, die sich dann bilden oder die sich vermehren, die schweben natürlich auch im Wasser und die würden durch die UVC dann wieder zerstört werden und das wollen wir natürlich nicht. Also erstmal die Pumpe wieder ausschalten. So, und jetzt streue ich das Pulver einfach zwischen die Schichten, damit es nicht sofort wieder ausgespült wird. Einfach so ein bisschen zwischen die Ritzen. Ungefähr die halbe Dose ist jetzt vielleicht wahrscheinlich ein bisschen unterdosiert für die 8.000 Liter, weil es ja für 10.000 reicht, denke ich mal. Ich kann auch die ganze Dose reinschütten, da würde dann auch nichts passieren. So, ungefähr die halbe Dose ist drin. Jetzt kann der Filter wieder zusammengebaut werden und das war es auch schon mit der ganzen Pflege. So, jetzt kann der Sommer kommen und auch die Pflanzen. Ich freue mich tierisch. Mein Teich ist sauber, die Algen sind weg, das bisschen Schlamm habe ich weggesaugt, der Filter ist gereinigt. Wir haben den Bakterien etwas Gutes getan mit BioKick. Mit BioKick kannst du natürlich auch in jedem anderen Filter arbeiten in deinem Teich. Das muss jetzt nicht der Filterclair sein. Und dann kannst auch du deinen Bakterien zum Saisonstart etwas Gutes tun. Ich muss jetzt, das Wetter wird besser, ins Gartencenter. Ich hoffe, dir hat die 5. Folge gefallen und wir sehen uns in der 6. Mach's gut!